Guten Morgen aus San Antonio. Heute ist der letzte Tag des San Antonio Breast Cancer Meetings 2018. Und wir haben jetzt heute bei uns Herrn Dr. Jörg Schillig, niedergelassener Gynäko-Onkologe in Berlin und Vorsitzender des Berufsverbands der niedergelassenen gynäkologischen Onkologen BNGO. Er wird uns die Highlights für seine Kollegen in der Praxis aus seiner Sicht vorstellen. Bitte, Herr Dr. Schillig. Ja, wenn man die San Antonio Meeting Revue passieren lässt und am letzten Tag sich die Frage stellt, was jetzt speziell für uns in der niedergelassenen Praxis zur Versorgung unserer Patienten relevant ist, dann ist es natürlich das absolute Highlight des Kongresses sicherlich die Catherine-Studie gewesen, die Eingang finden wird, auf jeden Fall in unser tägliches Handeln für die Patienten. Ich denke, hier wird die Frage sein, wie das TDM1 in den Leitlinien und die Ergebnisse in den Leitlinien gewürdigt werden. Ich bin aber da relativ sicher, dass in den nächsten Leitlinien der AGO das Eingang finden wird und so den Rücken stärken wird, diese Veränderung in der adjuvanten Situation bei der Versorgung der Patienten herbeizuführen. Ich glaube, das ist eine Frage von kurzer Zeit, bis wir hier bei den Herzvenenüberexprimierten Patienten einen neuen Standard haben werden. Andere Sachen sind schon schwieriger als Highlight zu bezeichnen. Wir sind immer noch in der Fragestellung eines alten Themas der endokrinen Therapie nicht viel weiter in diesem Jahr als in den Jahren davor. Es geht immer noch die Fragestellung, wann Aromatasehemmer, in welcher Sequenz, wenn ja, wie lange. Und eigentlich war der Minimalkonsens wieder nur, dass die erweiterte endokrine Therapie auch mit Aromatase-Inhibitoren nur dann gerechtfertigt ist, wenn ein hohes Risiko besteht. Das ist aber das, was wir eigentlich heute schon den Patienten empfehlen und verordnen. Ansonsten war erstaunlich, es gab sehr viele Arbeiten natürlich zum CDK4/6-Bereich, aber da sind insgesamt für mich gesehen, für die praktische Arbeit keine neuen Erkenntnisse dabei gewesen. Alle bestätigen das, was wir an Zahlen bisher haben. Da waren sicherlich die Daten auf dem ESMO zum Overall Survival weiterführend als das, was hier in San Antonio präsentiert wurde. Die Fragestellungen sind ja weiterhin, welche Sequenz, was geschieht nach Versagen. Das ist auch hier offen diskutiert worden. Also da sind sicherlich noch nichts, wo man sagen kann, da gibt es neue Standards, da gibt es neue Empfehlungen. Ja, was gab es sonst noch? Es gab eine interessante Diskussion weiterhin über die Bedeutung der PCR bei den neoadjuvanten Therapien. Und hier ist vielleicht eins wichtig, dass dabei herauskam, dass wenn die nicht vorliegt, nicht zwingend man solche Regime wie CMF noch add-on setzen sollte, sondern darauf könnte man verzichten. Ich glaube, das ist noch so ein Aspekt, den wir sehr wohl aufnehmen können in unsere tägliche Arbeit. Leider muss ich sagen, ist das für mich so, für das, was im Alltag schnell Eingang finden wird, auch schon fast alles. Durch die Fülle der Daten mag ich manches übersehen haben, aber das sei meine kurze Einschätzung dazu. Vielen Dank, lieber Herr Dr.